Und damit herzlichst willkommen zurück zu Scene Talk. Und in den letzten Tagen habe ich sehr mit Filme besprochen, die für mich Guilty Pleasure sind. Und einer der größten Guilty Pleasure, die ich habe, und ich weiß, dass der Film eigentlich gar nicht gut ist, ist House of Wax. Und warum ich aber ein so riesiger Fan dieses Films bin, verrate ich euch nach dem Trailer. It's getting late. What do you want to do? Keep going. Why don't we just camp out? I mean, we're close enough, right? Where the hell is this place? Town's not even on the GPS. Hello? I don't think anyone's here. Hey, there's that house of wax. It is wax. Literally. You're not gonna go in there, are you? Look how detailed this is. Okay, this is getting kind of creepy. I heard something. In House of Wax geht es um Carly, Paige, Nick und Wade. Und die fahren alle zusammen einfach nur campen. Und zwar dann auch in die Nähe einer ganz kleinen Stadt. Nämlich ist dort auch ein Wachsfigurenkabinett. Und das heißt House of Wax. Und sehr schnell müssen sie aber feststellen, dass dort ein komischer Typ umherläuft, der alle Leute in Wachsfiguren verwandelt. Und das ist im Grunde die Geschichte in House of Wax. Und wer mitspielt, ist schon mal... Also, wenn ihr den Film noch nie gesehen habt und ich euch sage, wer mitspielt, dann wollt ihr den sehen. Erstens, Jared Padalecki. Den kennt man als großer Fan von Supernatural. Da spielt er einen der Brüder 15 Staffeln lang. Aber das Allerbeste ist Paris Hilton. Richtig, Paris Hilton, super geil. Und sie spielt hier mit und kriegt nichts auf die Kette. Und das ist einfach so großartig. Das Besondere an diesem Film ist, dass er ein absolut typischer 0815-Slasher ist, mit einem Timing und mit einem Gespür für Tempo, das sucht seinesgleichen. Der Film geht ungefähr 105 Minuten, ist aber binnen einer Stunde gefühlt schon wieder vorbei, weil der sich mit nichts wirklich aufhält. Keine Charakterentwicklung, nichts, gar nichts. Alles ist scheißegal, wir rennen hier durch diese Stadt und ballern einfach alles nieder, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Da werden Leuten die Gesichtshälfte abgeschnitten, die Achillessehnen durch, Paris Hilton kriegt einen Speer durch den Kopf und Leute werden in Wachsfiguren verwandelt. Und das ist alles. Aber das macht so eine Laune, das glaubt ihr gar nicht. Das ist für mich deswegen gerade auch so spaßig, dass sich hier niemand ernst nimmt, dass man hier sowas von weiß, was für einen Quatsch man hier eigentlich fabriziert. Alle sind nur dabei, Informationen über den Verlauf und über Charaktere zu erzählen, wie so irgendwie unterschiedliche Erklärbären. Es sind quasi wie so Butzebären, die da in einer Reihe sitzen und sich irgendein Bullshit erzählen, den man doch eigentlich auch hätte zeigen können. Warum sagt man das denn einfach alles? Und der Film ist so hirnverbrannt und hat auch alle Charaktere mit allen Klischees der Welt beladen. Aber das ist so witzig und macht so viel Spaß und ihr müsst euch diesen Film angucken.
Für mich ist das einfach ein Highlight. Und nein, es kommt kein High vor, aber es ist ein Highlight. Ja, den Witz könnt ihr gerne behalten. Für mich gibt's für House of Wax, weil ich ihn einfach so unfassbar witzig finde, egal ob der scheiße ist oder nicht. Der ist eigentlich kacke, aber ich gebe 7 von 10 möglichen Punkten. Ich finde ihn so witzig und spaßig. Tut mir leid, guilty pleasure halt, was soll ich machen? Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Kritik. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.